Unterwegs im GMC Vandura, der hier stammt aus dem Jahre 88. Den gab es in zwei Varianten mit High-Top und Low-Top. High-Top ist quasi ein Hochdach und der hier, das ist ein Low-Top, ein Flachdach. Zur Ausstattung. Wir haben elektrische Fensterheber an Bord. Na nur, wenn man oben drauf drückt, kommt aber nichts runter. Ah, andersrum, genau andersrum. Ja, da hat wohl einer mal die Schalter verkehrt rum eingebaut. Wir haben einen Meilentacho an Bord, abgelesener Meilenstand, 57.800, das glaube ich jetzt nicht. Dafür sieht er definitiv zu verwohnt aus. So gepflegt der Holzboden ist, so verlebt sieht das Armaturenbrett aus. Löcher, Löcher, Löcher. Also wenn ich es nicht besser wüsste, würde ich sagen, da ist der Holzwurm drin. Kann ja gar nicht sein, ist ja Plastik. Da waren schon mal sehr viele Dinge angeschraubt. Unschön. Was haben wir denn hier noch aufgepappt? Also der Tom ist ja ein wirklicher Fummler. Alles Mögliche bastelt er hier rein. Innentemperaturanzeige, Außentemperaturanzeige und daneben Park Distance Control nachgerüstet. Jetzt brauche ich nur noch den Schalter zu finden. Ah, piep. Na gut, ich will ja jetzt nicht parken, also jetzt brauche ich es nicht. Sicher kann man sich hier drin fühlen. Man hat nämlich zum Glück sehr viel Auto um sich rum. Da kann man auch mal auf Airbags verzichten. Die gab es leider damals nicht dazu. Dafür gab es eine extrem indirekte Lenkung und ein brachial schwammiges Fahrwerk. Der ist unterwegs wie ein Schwamm. So ein US-Van sollte man immer schön langsam und untertourig fahren, denn der säuft schon so genug. Also 20, 25 Liter, kein Problem. Ja, aber wenn man so langsam dahin cruist, in so weichen Sitzen, auf so einem Fahrwerk, hinten blattgefedert, gäng, 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 dann wird man so unglaublich müde. Also bevor ich jetzt einschlafe, mache ich noch mal das Fenster auf und suche mir ein nettes Plätzchen für den Außencheck. So, hallo, hallo, hallo. Und jetzt erzählt euch der Onkel Checker mal was über Onkel Toms Hütte. Plüschsitze, schön weich, Holz, soweit das Auge reicht. Ein riesengroßes Fenster, da sitzt man dann, guckt raus und hat den Blick auf dieses wunderschöne Rocky Mountain Panorama. Toll. Jetzt fehlt eigentlich nur noch der offene Kamin. Holz genug zum Einschüren haben wir ja im Auto. Grandios. Zack. Zack. Aha, aha. Na, der Lack ist schon ein bisschen abgeplatzt. Nicht nur hier, auch dort. Objects in mirror are closer than they appear. Da steht's. In Amerika wird man ja ruckzuck wegen allem verklagt. Deswegen steht das hier drauf. Wenn der Fahrer sich also verschätzt, in den Spiegel guckt und trotzdem etwas rammt, kann er nicht zu GMC gehen und sagen, Leute, 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 irgendwas stimmt mit euren Außenspiegeln nicht. Die sagen dann nämlich, nein, verantwortlich bist am Ende doch du. Wir haben es ja draufgeschrieben. Die Schlappen, innenseitig abgefahren, da müssen neue drauf. Und danach empfehle ich Spur und Sturz einstellen, dann passiert das nicht mehr. Die verchromten Stahlfelgen sind wirklich super schön. Ich kann mir für so ein Auto nichts Geileres vorstellen. Das passt. Ah, bullige Front, würde ich mal sagen. Wenn der im Rückspiegel auftaucht, puh, da kriegt man erst mal einen Schreck. Ja, wo sind denn die Blinker eigentlich, Checker Kids? Hä? Unterm Kühlergrill versteckt, raffiniert. Da sind sie. Da einer und da einer. Ein bisschen klapprig, das Ganze hier. Jetzt schauen wir uns mal den Motor an. So, die Motorhaube ist offen und es gibt einiges zu sehen, nämlich alles, was befüllt werden kann. Ja, aber wo ist eigentlich der Motor? Hallo? V8, 5,7 Liter Maschine, 199 PS. Das ist ja kein Zwerg. Unten, hinten ist er. Und wenn man da was zu basteln hat, wenn man da ran will, geht's nur von unten oder man muss die Mittelkonsole komplett ausbauen. Also mal eben selbst schnell dran rumfummeln, nicht zu empfehlen. Kein Auto für Amateurschrauber.